Der heutige Dienst zeigt Paul Richter und Marc Westerhofen, dass sie in ihrem Job als Polizeibeamte doch noch nicht alles gesehen haben. Guten Tag. Thorsten, drück mal auf. Ach du liebe Zeit. Ganz ruhig, Finger aus der Tür. Die Finger aus der Tür rausnehmen. Vorsicht, die Finger einklemmen. Vorsicht, Vorsicht. Wobei, geh mal rein. Halt mal die Tür auf. Ja, ja, komm mal mit, komm mal mit. Was ist denn hier los? Ach du liebe Einmal Zeit. Luft holen. Gerade dann, wenn wir uns über gewisse Dinge in der Wache unterhalten, die überhaupt nichts mit unserer Dienstzeit zu tun haben und wir dann feststellen, dass da an der Tür mal wieder jemand Einlass gewähren möchte, letztendlich halt aber keine Person, sondern ein Dinosaurier verkleidet ist, ja dann, was soll ich dazu sagen? Also sowas hat man nicht jeden Tag hier. Für uns war nur klar, dieser Dino brauchte Hilfe, weil wir haben die Tür geöffnet. Der Dino fällt uns in die Arme. Das Erste, was wir machen müssen, ist Erste Hilfe leisten und natürlich einen Notarzt benachrichtigen. Komm, Tisch, warte. Okay, mal schön schauen. Hier, schön wach bleiben. Ne? Was machst du denn hier? Mädel. Hallo, schön wach bleiben. Schön atmen, ne? Atmen, ne? Und schön. Bleibst du bei mir? Ja, ich bin bei hier. Sie atmen im Restaurant, ne? Ja, alles gut. Schön bei mir bleiben, ne? Guten Tag. Ja, schönen guten Tag. Grüß Sie, was kann ich für Sie tun? Ich möchte eine Vermisstenanzeige aufstellen. Eine Vermisstenanzeige? Ja, meine Tochter ist nicht nach Hause gekommen und ich mache mir ganz große Sorgen. Da ist irgendwas passiert. Okay, gehen Sie einmal hier rum, kommen Sie mir hier ins Büro, ja? Ja, hier rein? Okay. Ja, bitte, einfach zu mir rein. Ja. Nehmen Sie mal hier Platz. Also meine Tochter, die ist eine ganz anständige Person und ich habe versucht, sie telefonisch zu erreichen. Und da geht keiner dran. Sie schreibt mir normalerweise eine SMS. Und das hat sie auch nicht getan. Da ist irgendwas passiert. So ist sie nicht. Okay. Wie lange ist die Tochter jetzt noch mal weg? Ja. Wann haben Sie es festgestellt? Ich bin heute Morgen nach Hause gekommen aus dem Schichtdienst. Ja. Und da war sie nicht zu Hause. Sie war auch nicht im Bett, also gar nicht nach Hause. Und so ist sie nicht. Also ich brauche erstmal einen Ausweis, damit ich weiß, wer Sie sind. Und zuletzt haben Sie am vorigen Abend aber gesehen. Ja. Okay, dann haben wir ein etwas enges Zeitfenster, Frau Rau. Wollen wir eigentlich sagen, wir warten bei vermissten Personen so 24 bis 48 Stunden ab? Hier ist was passiert. Also ich kann das wirklich nur so sagen. Meine Tochter, die ist eine ganz anständige. Die trinkt keinen Alkohol. Mhm. Sie hat zwar viele Freundinnen, mit denen sie auch um die Häuser zieht. Aber da ist irgendwas. Also ich möchte sie wirklich als vermisst melden. Ich verstehe. Dann sagen wir mal, das ist so untypisch für Ihre Tochter. Wie heißt Ihre Tochter denn im Vornamen? Lilly. Und Lilly ist 18. Hey, erzähl mal, was ist denn los, Mensch? Ich habe Ihnen mal Wasser gebracht. Okay. Du müsstest... Oh, dann rutsch mir ja noch runter her. Lilly, Schwein. Was sagst du? Schwein. Schwein? Komm mal, geh mal her. Lilly. Alles klar. Guckst du mal gerade drüben, wenn die vom RTW kommen? Sag noch mal gerade. Maya, Lilly. Maya, Lilly. Schwein. Und Schwein. Maya, Lilly und Schwein. Schwein. Sie war mit Freundinnen unterwegs, sagten Sie, weil sie halt eben auch also erwähnt sie hatte mir gesagt gehabt, dass sie auf eine Party gehen will. Ja. So, aber sie hat mir nicht gesagt, wie viele davon dabei sind, die sie kennt. Und sie hat, also, ich war halt auch in Eile und deswegen... Sie ist 18 Jahre alt, wenn ich unterbreche, nicht erschrecken, ich frage dann immer was anderes. 18 Jahre alt und studiert oder geht zur Schule oder Ausbildung? Sie fängt jetzt bald ein Studium an. Gut. Als die besorgte Mutter erwähnt, dass ihre Tochter auf diversen Social-Media-Seiten unterwegs ist, ist das für Paul Richter ein erster Ermittlungsansatz. So, da ist Ihre Tochter. Wenn ich das einmal so ein bisschen... Ja, das ist meine Lilly. Ja? Ja, das ist sie. Das Tier in dir, Köln. Aha. Das war Veranstaltung gestern Abend, 21:39 Uhr. Da gehen wir mal drauf. Sie bestimmt hin. 14.06.21. Macht die sowas, so Kostümpaar? Ja. Natürlich bei den Temperaturen auch eine Quälerei, ne? Ja, aber sie ist ja noch jung. Aber sie trinkt keinen Alkohol, sie nimmt keine Drogen. Sie ist ein ganz nettes, liebes Mädchen, ganz anständig. Ja, doch geteilt, ja. Ach, guck mal, die Maya. Ja, das ist ihre Freundin, das ist ihre beste Freundin. Die kennen sie. Ja, dann sind die zusammen da. Da sind ihr beide auf dem Bild. Ja, verlinkt, ne? Das ist ja schön. Bitte? Die redet jetzt halt irgendwas von Schwein und Lilly. Guck mal, ist sie das? Was hast du denn da? Was ist denn das Foto? Ja, ich habe mit einer anderen Dame hier gesprochen, die war auf einer Feier mit Kostümen. Hör mal gerade bitte mit. Ist sie das oder was, ne?
Ja, ich würde schon. Die redet also von Schwein und von Lilly. Die sucht eine, also die Dame sucht eine Lilly. Ihre Tochter heißt Lilly Rau. Lilly. Und dann müsste sie. Die reagiert hier auf Lilly. Lilly suchst du, ne? Wie heißt du? Maya. Maya. Maya Love ist ihr. Und irgendwas von Schwein sagst du noch die ganze Zeit, aber da weiß ich nichts mehr von Schwein. Ja, gut, sie hat jetzt ein Dino-Kostüm an. Gibt es ein Schweinekostüm? Weiß ich nicht. Ich war nicht auf der Party. Zur gleichen Zeit werden Ilka Fischer und Stefan Sindera zu einem Verkehrsunfall gerufen, bei dem der Geschädigte erfolgreich eine Unfallflucht verhindert hat. Ist gut jetzt. Hören Sie doch auf. Haben Sie angerufen? Ja, sicher. Sicher habe ich angerufen. Schauen Sie sich das doch mal an. Ja. Die ganze Tonne umgefahren, dieses betrunkene Pack da und. Ich glaube. Ja? Ich. Ja, aber müssen wir doch trotzdem nicht aufs Auto schmeißen. Ja, aber ich muss am Ende wieder sauber machen. Wer macht es denn sauber? Ziehen Sie mal den Schlüssel ab. Ja, mal, der ist nicht ganz, ganz knusper hier, der junge Mann. Ja, guten Tag. Groß. Wer sind Sie denn? Wer sind Sie denn? Hier ist die Polizei. Kommen Sie mal raus da. Steigen Sie mal aus. Und was, wenn nicht? Dann helfe ich Ihnen gleich. Was ist los? Ich weiß es nicht, was los ist. Warum sehen Sie aus wie ein Schwein? Und das meine ich jetzt wortwörtlich. Sie stellen mir wirklich so lustige Fragen. Ja, haben Sie Alkohol getrunken? Ich? Alkohol? Drogen genommen? Ja, ja. Hör mal. Der hat ganz schön eingetankt. Das riecht man auch, wenn hier verdeckfrei ist. Ja, ja, genau. Nee, ich habe nichts getrunken. Absolut. Ich bin da ganz anderer Meinung. Mein Kollege holt jetzt mal einen Alkotest. Wissen Sie, wie das geht? Nee. Erkläre ich Ihnen gleich. Tut nicht weh. Kommt auch kein Blut. Kriegen Sie auch hin. Haben Sie einen Ausweis dabei? Ja, Sie sind ja nicht Miss Piggy, oder? Wohl eher nicht. Wohl eher nicht, so, sehr schön. Und Führerschein, das ist doch schon mal schön. Herr Krüger. Ja. Sie wohnen hier. Warum parken Sie hier so miserabel? Wieso denn nicht? Ist das verboten? Sie haben hier gerade eine Tonne umgefahren, umgesemmelt. Ja. Steigen Sie mal aus, probieren Sie das zumindest mal, ja? Ja, warte, ich mach den Platz. Mal jetzt einen Alkoholtest. Sonst werden sie auf die Schlachtbank geführt. Wollen wir auch nicht, ne? Genau. Nee. Rettungsdienst, wo seid ihr? Hier, einmal hinten durch! Schön wach bleiben, ne? Geht das? Ja. Weißt du, was geht? Kommt hier rein? Pass auf, ich bin auf dem Weg. Hol mir erstmal die Tasche. Probier. Ja. Hoi, was ist los? Komm mal schnell. Die Dame ist so hier angetroffen worden. Der Kollege weist euch mal ein. Okay, pass mal auf. Da ist irgendwas nicht in Ordnung mit dir. Ja. Vollkommen weggetreten. Hier die faselt die ganze Zeit was von Schwein, von Maya, von Lilly. Maya ist sie. Lilly ist eine Vermisste und Schwein wissen wir nicht, was damit zu tun ist. Sie müsste Maya heißen. Genau. Maya. Wenn Maya? Sie das ist, du kannst ja selber noch mal drüber gucken. Maya, kannst du mich hören? Ne? Alles gut. Ja? Pass auf, hallo? Ich habe drüben die Mutter sitzen. Wenn die einigermaßen zu sich kommt, würde ich die gerne einmal. Die Mutter sucht nämlich. Egal, das ist die beste Freundin der Tochter. Ich komme gleich rüber dann. Die ganze Nacht ist Lärm. Es ist hier ein Chaos. Oben raus und dann. Ja, es ist ja noch früh am Morgen. Ja. Ich würde sagen, Sie gehen jetzt einmal. Trinken Sie sich vielleicht noch einen Kaffee. Schlafen, noch ein paar Minuten. Ach so, also. Ja, dann schlafen Sie vielleicht noch ein paar Minuten oder trinken Sie sich noch mal ein Käffchen. Wir kümmern uns hier, wie gesagt, die Tonne hat offensichtlich keinen Schaden genommen. Alles Weitere machen wir. Mehr ist ja nicht passiert. Okay. Ne? Super. Jo. Ich höre dich, Arnold. Gute Nacht. Für euch, ihr hattet gerade den PKW abgefragt, der ist zugelassen auf einen Helmut Jensen, Wiethausenstraße 4. Ich glaube, da seid ihr auch gerade vor Ort. Ja, stimmt, okay. Ja, okay. Dann schauen wir mal, also, wie es weitergeht. Haben Sie einen halben Tanklastzug Wodka ausgetrunken? 2,4. Ist nicht schlecht, ne? Okay. 2,4? Das ist schon mal eine Nummer. Wo kommen Sie denn gerade her? Sie sind ja alkoholisiert gefahren. Da haben Sie Glück gehabt, dass Sie in keine Streifen, keine Kontrolle reingekommen sind. Ne, weil sonst, dass Sie keinen Menschen umgefahren haben, nur die Tonne. Quatsch. Bitte? Ja, ich habe ein bisschen Party gemacht. Ne? Wo denn? Hier. Bei 2,4 Promille, da guckt man schon ein bisschen belämmert aus der Wäsche. Und dass man da dann die Einfahrt noch erwischt hat, ist erstaunlich. Die Mülltonne hat er dann eben nicht geschafft. Wundert mich gar nicht. Andere Leute können bei 2,4 Promille weder gerade stehen noch laufen, geschweige denn Auto fahren. Dass er nichts mitbekommen hat von dem, was wir eigentlich von ihm wollten, vor allem auch nicht verstanden hat, Führerschein und dass jetzt hier der Spaß auch zu Ende ist, war mir dann auch klar. So, wie kommen Sie jetzt in das Auto von Herrn Jensen? Ja, wie komme ich da hin, ne? Ja, ich sag mal so, das ist ein Bekannter von mir. Okay, 1532, hört ich?
Auch nochmal zur Info für euch. Ich habe versucht, den Herrn Jensen zu erreichen. Da ist leider nur die Mailbox drangegangen. Hm. Der befindet sich gerade auf einem Geschäftstermin in Spanien und das Ganze von Montag bis Freitag. Also es passt nicht ins, ins zeitliche Fenster gerade rein. Ja, das ist blöd. Ich danke dir. Also Herr Jensen kann Ihnen das Auto schon mal nicht so überlassen haben. Ob der das jetzt im Vorfeld getan hat, das müssen wir im Anschluss überprüfen. Die Frage, die Frage für mich, die ist dann wirklich, hat er den Wagen stehlen wollen oder hat er ihn gestohlen oder was unbefugt den gebrochen haben, was er jetzt zurückbringen wollte oder er war schon hier drinne und wollte hier gerade weg. Deswegen würde ich sagen, wir schauen mal rein. Ja, ein guter Gedanke, weil wissen wir jetzt alles nicht. So, Herr Krüger. Mal die Pfötchen in die Hand genommen und los geht's. Ich habe ein kleines Anliegen. Und zwar, wir haben ja eine junge Dame, habe ich Ihnen vorhin erzählt, die auch kostümiert war auf einer Feier. Die Maya, genau. Die ist gerade, der Rettungsdienst arbeitet an der, die ist gerade so leicht am Aufklaren. Ich würde gern, dass Sie einmal mit ihr sprechen können. Ja, natürlich will ich zu Maya. Können Sie einmal die weiß vielleicht, wo die Lilly ist. Nicht in Panik verfallen? Ja, ist ja ein schickes Anwesen hier. Ja, ich auch. So. Wollen Sie vielleicht einen Sekt trinken? Nee, danke. Sie auch nicht. Sie haben genug getrunken. Sie dürfen sich gerne mal da hinsetzen. Was ist das denn? Hier. Ich? Weil ich das sage. Weil ich die Mutti bin und Sie als auf die Mutti hören. Tun Sie sich mal aus. 1, 2, 3, 4 Gläser. Das heißt, wahrscheinlich 4 Personen. Leute. Einen haben wir. Wo sind die anderen? Einen haben wir. Mit Lippenstift. Ja, wenn hier kein Schwein Lippenstift trägt, dann haben wir auf jeden Fall hier noch Frauen. Zumindest eine. Oder eine im Spiel gehabt. Ja, die anderen sehe ich jetzt nicht. Die Frage, vielleicht haben die sich schon... Hallo, hier ist die Polizei. Sieht sehr verlassen aus, ja. Ich glaube, ehrlich, wenn hier in einem fremden Loft irgendwie gefeiert wird und du rufst Polizei, ich glaube nicht, dass dann einer schreiend aus der Gegend kommt und sagt. Aber wir müssen uns ja wenigstens so erkennen geben. Was ist das denn hier? Ihnen geht's gut soweit, ne? Ja, alles Beste. Tasche. Darf ich dir mal Herrn Krüger... Mhm. Den Ausweis anvertrauen. Solange du mir nicht mit nach Hause gehen willst. Ich nehme das Schwein nicht mit. Guck mal, 2 Portemonnaies. Aber eine Dame verlässt mich. Ausweis. Hier ist auch ein Ausweis drin. Sind das 2 Frauenausweise? Hm. Lindner, Maya Lindner und Lilly Rau. Aha. Wer ist das? Wer sagt Ihnen das was? Nö, kenn ich nicht. Kollege, jetzt mal im Ernst, ne? Auch wenn Sie was getrunken haben. Ja. Hier müssen 2 Mädels gewesen sein. Okay. Die haben ihre Handtasche offenbar, oder zumindest eine hat ihre Handtasche hier gelassen. Ja. Wo sind die Mädels? Ich kenne eigentlich keine Mädels. Ist hier irgendwas passiert? Was soll passiert sein? Ist eigentlich nichts passiert. Ach komm, das bringt nicht viel. Pass auf, ich gucke mich hier ein bisschen um. Ja, ich frage mal ab, ob irgendwas über die bekannt ist. Von den Kollegen erfährt Ilka Fischer, dass eines der Mädchen, dem der gefundene Personalausweis gehört, verletzt auf der Wache liegt und das andere vermisst wird. Oh, da liegt jemand. Hallo? Warte. Scheiße. Warte. Kannst du? Ja. Können Sie mich hören? Alle für den 534. Wir holen Ihnen einen Krankenwagen. Wir brauchen ganz schnell an unseren Einsatzorten RTW. Nehmen Sie einmal die Hand weg. Wir haben ja einen verletzten jungen Herrn, vermutlich... Bauchverletzung. Bauchverletzung, herrührend wahrscheinlich durch einen Messerstich. Ganz ruhig. Sie kriegen Luft? Ja. Ja, sprechen Sie mit mir. Ne? Solange Sie mit mir sprechen, ist alles in Ordnung. Wir holen Ihnen einen Krankenwagen. Alles gut. Ilka, ja? Ist tatsächlich ein Messerstich. Hier, guck mal, das Messer. Oh Gott, okay. Okay. Als wir den Herrn Jensen im Badezimmer gefunden haben, war wirklich höchste Eile geboten. Schwer verletzt, wirklich, er hat viel Blut verloren. Man konnte auch später die Stichwunde sehen, offensichtlich von dem daneben liegenden großen Küchenmesser. Das ist überhaupt kein Spaß. Also mit Messern hantieren sowieso nicht, aber ein Stich auch im Bauchraum, das kann wirklich absolut lebensgefährlich sein. Und in seiner Bauchtasche hatte er dann Potenzmittel und hier eine Flüssigkeit. Wir wissen nicht genau was, aber ich vermute jetzt einfach, dass es sich dabei wirklich um K.O.-Tropfen handelt. Hier ist, glaube ich, was schwer aus dem Ruder gelaufen. Da sollte vielleicht wirklich zu einer Sexparty kommen und er wollte sich da noch ein bisschen anregen und dann ist irgendwas schiefgelaufen. Was genau, weiß ich noch nicht. So, also so wie es bei mir aussieht, hat hier Kontakt zu anderen... Elefant. Was? Elefant? Hast du auch irgendwas mit Elefant? Ja. Du hast was ist mit Lilly? Hat die was mehr genommen als Alkohol? Also,
Was meinst du? Also es sieht so aus, dass er auch K.O.-Tropfen genommen hat. Also muss sein. Die Symptome sprechen dafür. Und in Verbindung mit Alkohol ist das extrem gefährlich. Also da müssen wir schon ein bisschen voran machen. Wir haben da so eine leichte Alkoholfahne vernommen. Aber das war letztendlich halt wohl nicht unbedingt das, was die Dame hier, ich sag mal, vom Hocker gehauen hat. Also wir vermuteten von Beginn an irgendeine Substanz, irgendeine Droge. Ganz bekannt, beliebt für solche Aktionen sind K.O.-Tropfen. Und ich glaube, das war auch das, was die Dame hier tatsächlich, ja, sag ich mal, ausgenockt hatte. Das ist gar nicht so ungefährlich. Ich weiß manchmal wirklich nicht, ob die Herren und Damen, die einem sowas verabreichen, sich dessen bewusst sind, dass diese besagten K.O.-Tropfen vielleicht sogar einen Herzstillstand hervorrufen können. Und dann ist auch jeder Notarzt nicht mehr rechtzeitig da, um da zu helfen. Der mutmaßliche Täter und der niedergestochene Mann sind mittlerweile abgeholt und versorgt worden. Doch von der vermissten 18-Jährigen fehlt trotz akribischer Suche noch immer jede Spur. Ein Bereich der Wohnung fehlt allerdings noch. Lilly, alles okay? Ja, es geht. Hier war eben so ein Riesenkrach. Ja, ich wollte einmal alleine sein. Hast nicht mitgekriegt? Krankenwagen war da und wir. Ja. Gar kein Getöse. Ist gut. Wir sind hier. Wir passen auf dich auf. Der Maya geht's gut. Die ist in der, ja, in der Wache. Alles gut. Aber ich habe sie die ganze Zeit nicht gefunden. Alles gut. Okay. Alles gut. Erzähl mal. Warte, dann gib du mir die Funke. Ich funke eben die Wache. Ich gehe. Ja, klar. Okay. Mach das. Erzähl. Ja, ich war halt hier, also auf einer, ich war vorher auf einer Kostümparty mit meiner Freundin Maya. Und da haben wir zwei Typen kennengelernt, die, also ein Elefant und ein Schwein. Und also, das waren die verkleidet. Und dann sind wir, haben die uns hingebracht. Okay. War irgendwie noch vom Vater das. Auf jeden Fall, ja, irgendwann habe ich einfach Maya nicht mehr wiedergefunden. Und dieses Schwein auch nicht. Und mir ging es eh schon so ganz schummrig und ich dachte so, okay, so viel haben wir jetzt eigentlich nicht getrunken. Und dann habe ich irgendwie hier überall gesucht, das ist ja ein riesen Dings hier. Und ja, ja, genau. Ich war dann irgendwie auch, ich kannte ja keinen anderen, ich war dann so ein bisschen verloren. Und dieser andere Typ, so dieser Elefant war, der ist mir die ganze Zeit so hinterhergelaufen, weil ich sie schon gar nicht verstanden hat, weil ich wollte, der hat mich auch angefasst und so. Und sehr zudringlich geworden. Ja, und ich war so komplett überfordert damit und dann hatte ich halt schon so ein bisschen irgendwie auch Angst und dann war ich in der Küche, habe halt überall geguckt und hatte dann schon so ein Messer, wollte mich eigentlich auf dem Klo einsperren, aber der hat mich einfach nicht gelassen und dann hat er mich auch richtig angefasst und angefasst heißt also nicht nur festgehalten, sondern nee, ja, auch sexuell, ja, und dich bedrängt. Ich war einfach ich wusste nicht, es war Notwehr, ich wusste nicht, was ich machen sollte. Der hat mit dem Messer eine Verletzung am Bauch gehabt. Warst du das? Die Lilly hat Angaben gemacht, dass sie sich verteidigt hat mit dem Messer. Sie wollte ihn eigentlich nicht verletzen, wollte flüchten, wollte aus dieser Situation rauskommen. Ich denke, hier ist ganz entscheidend, wie hoch der Alkoholgehalt ist, ob sie vielleicht auch tatsächlich Medikamente, also K.O.-Tropfen im Blut hat. Das wird alles bei der Gerichtsverhandlung sicherlich zu Buche schlagen und man wird entscheiden, wie strafmildernd das womöglich ist. Nichtsdestotrotz, vielleicht hätte sie auch per Handy die Polizei rufen können, vielleicht hätte sie auch nach draußen flüchten können. Das bleibt es wirklich abzuwarten von unserer Seite. Wir werden alles dokumentieren. Ich verstehe, dass sie sich verteidigen wollte. Ob es jetzt hier hätte sein müssen, dass er sie ihn ansticht, das wird man dann sehen. Die 18-Jährige handelte aus Notwehr. Die Männer dagegen wurden festgenommen und wegen gefährlicher Körperverletzung und sexueller Belästigung angeklagt.